Nachhaltigkeit in all ihren Facetten steht beim internationalen Liechtenstein-Kongress LISTAR im Mittelpunkt der Diskussionen. Internationale Experten aus Finanz-, Immobilien-, Bau-, Design-, Business- und IT-Bereich fokussieren vom 2. bis 4. Mai an der Universität Liechtenstein ihre Vorträge und Diskussionen auf neue Forschungseinsichten. Er geht Hand in Hand mit dem Liechtenstein-Dialog. Der Liechtenstein-Dialog wird ausgerichtet von der Regierung. Der ist eher nach innen gerichtet, möchte Führungskräfte vom Land Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Der Kongress ist nach außen gerichtet, beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit. Ein Thema, das, glaube ich, für alle ganz zentral wichtig ist. Nachhaltigkeitspolitik bedeutet eine Politik, die nicht nur die aktuellen Probleme löst, sondern auch für die kommenden Generationen schon die mit einbezüglich die Lösung suche. Insgesamt eine hochkarätige Dotierung von dem Kongress und ich möchte auch dem Initianten Professor Drögi meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Ich glaube, was er da auch festgestellt hat für ein Land von unserer Größe, das ist schon sensationell. Wir haben tatsächlich 50 Experten, Expertinnen, die dort ihre Erfahrungen vermitteln. Sie kommen aus dem Liechtenstein, sie kommen aus der Schweiz, sie kommen aus Deutschland, Luxemburg, Schweden, Belgien, die kommen aus den Vereinigten Staaten, die kommen sogar aus Australien. Das heißt, wir haben eine breite Anzahl von etwa 10 Nationalitäten, die dort vertreten sind. Der Kongress ist ein Zusammenführen von 2, 3 verschiedenen Konferenzen. Also sind 3 Thementage, 2 öffentliche Veranstaltungen, ein Bündel von Aktivitäten, die in einem sogenannten Kongress dann zusammengeführt sind und die Themen sind Finanz, Investitionen, Stiftungen am 2. Mai, Architektur, Immobilien, Landschaft, Landwirtschaft, Energie, Infrastruktur am 3. Mai, Geschäftsmodelle, Geschäftsideen und Informationssysteme, die das unterstützen, dann am 4. Mai. Das sind alle Themen, finde ich, sehr, sehr zentral. Ich glaube, das ist hier etwas, was der Kongress auszeichnet. Das ist ein Kongress mit 3 unterschiedlichen Konferenzen, an jedem Tag vom 2. Mai bis zum 4. Mai. Am ersten Tag geht es um nachhaltiges Investieren in der Finanzindustrie. Und ich kann es noch mehrfach wieder betonen, ich glaube, das sieht man und bringt man da auch zum Ausdruck. Ich glaube, dass die Stiftungen eine Renaissance erleben werden und wir auch vom Staat auf Stiftungskapitalien und Mobilisierung von denen angewiesen sind. Und in dem Sinn bin ich auch froh, dass wir schon vor Jahren eine sehr nachhaltige Stiftungsreform durchgeführt haben. Im Stiftungsbereich geht es um die Frage, wie sich Stiftungen, gerade gemeinnützige Stiftungen, gemeinnützige Familienstiftungen, so strukturieren, strategisch positionieren können, dass ihre Stiftungszwecke auch deckungsgleich sind mit dem Investitionsbereich. In einer Art und Weise, dass investitionssicher ist. Dass sie den Beitrag nicht nur zu ihrer eigenen finanziellen Sicherheit, sondern auch zur finanziellen Sicherheit des Landes und, wenn man so will, der Weltwirtschaft. Dadurch, dass gewisse riskante Investitionen vermieden werden. Ich erwarte mir, dass sehr offen diskutiert wird, sehr konkret diskutiert wird, sicherlich auch von der Grundsätze herkommt, aber nachher auch die ganze Thematik anbricht, auch wieder Lösungen kann finden für unser Land, adäquat und entsprechend von unserer Größe. Und ich erwarte mir, dass natürlich die vielen Experten, die unser Land natürlich auch neu kennenlernen und auch gutes Ambiente bei uns antreffen, dann auch wieder rausgehen und das Liechtenstein-Bild mitnehmen, wo unserem Liechtenstein-Spiel da spricht, nämlich, dass wir ein sympathisches Land sind, ein erfolgreiches Land sind, aber auch ein schaffiges Land sind und ein offenes Land sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute das auch wieder mitnehmen.